Die Bundesrepublik Deutschland ist als parlamentarische Demokratie organisiert. Das bedeutet, die gewählte Vertretung eines Volkes hat eine beratende und gesetzgebende Funktion. Glaubt ihr ernsthaft noch daran, dass unsere Regierung hier wirklich entscheidet, was abgeht und selbstbestimmt und souverän die Gesetze macht, also ohne in irgendeiner Form beeinflusst zu werden von zum Beispiel anderen Ländern oder anderen Institutionen, pipapo? In der Schule wird uns das so beigebracht. Da wird uns dann erzählt, dass der Deutsche Bundestag das höchste Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland ist und dass die Gewalt vom Volke ausgeht, weil die ja den Deutschen Bundestag wählen, also die Regierungen wählen, also eben auch die Parteien wählen. Alle 4 Jahre haben wir ja ein Wahlrecht. Also nochmal zur Frage zurück. Glaubt ihr noch an das Parteiensystem in Deutschland? Wenn es bei dir der Fall ist und du wirklich glaubst, dass sich was ändert, wenn eine andere Partei an der Macht ist, dann frage ich mich schon, wie es eigentlich sein kann, dass in Deutschland so gut wie jeder unzufrieden ist mit der aktuellen Regierung, mit der aktuellen Politik, aber gleichzeitig die einzige Opposition, nämlich die AfD, unwählbar ist, weil sie ja rechtsextrem sind. Also die einzige Partei, die wirklich eine Änderung in Deutschland wünscht und wieder pro Deutschland ist, die ist unwählbar, weil Nazi und so, hat man uns irgendwie erzählt, also Mainstream-Medien und eben auch die Regierung, die am liebsten die Opposition abschaffen will. So viel zum Thema ihr Demokratieverständnis. Worauf will ich jetzt hinaus? Ich für meinen Teil, ich glaube nicht mehr an die parlamentarische Demokratie. Ich glaube einfach, das ist so eine Scheinwelt, um uns in irgendeiner Form bei Laune zu halten, dass wir ja irgendein Mitspracherecht haben, aber am Ende des Tages, egal wer da oben ist, das sind alles nur Marionetten und die tun eben das, was man von ihnen verlangt. Und da ist es egal, welche Partei eben an der Macht ist. Das ist meine Art Demokratieverständnis, die ich gerade habe, beziehungsweise die ich eben sehe, wenn ich mir so einen Scholz oder irgendwelche anderen Pappenheimer von da oben anschaue, die es im Prinzip überhaupt nicht mehr gebacken bekommen, deutsche Politik zu machen, deutsche Interessen zu bedienen, die sind einfach nur fremdbestimmt. Wird es mit einer AfD anders? Ich wage es mal zu bezweifeln, weil die werden auch ihre Anweisungen bekommen. Versteht ihr? Aber versuchen wir das Ganze jetzt mal aufzuarbeiten. Gehen wir erstmal auf diejenigen ein, die an die parlamentarische Demokratie glauben, die wirklich der Meinung sind, dass wenn sie irgendwo ein Kreuz hinsetzen, dass sich hier was ändert und dann gleichzeitig aber immer noch die Altparteien wählen, also in der Art, die haben die letzten Jahre versagt, aber jetzt wird alles besser. Macht das Sinn? Glaubt ihr wirklich, eine CDU schlägt es einen anderen Weg ein als damals unter Merkel? Nur weil sie jetzt in der Opposition sind? Ernsthaft? Ich hau jetzt mal ein paar Beispiele für euch rein, um euch aufzuzeigen, wie heuchlerisch diese CDU doch ist. Ein Lindemann, der will die Frau Merkel als Wahlhelferin zurückholen. Ein Merz und ein Söder, die sind definitiv gegen diese Migrationspolitik, aber wollen bis zu 200.000 Migranten pro Jahr ins Land holen. Während ein Kretschmer ja schon besorgt ist, dass 50.000 bis 60.000 Menschen pro Jahr ins Land kommen. Also man merkt doch, wie uneinig die untereinander sind. Ukraine. Totale Souveränität. Der Herr Söder, der träumt davon, dass man Taurus-Marschflugkörper dorthin schickt für den Frieden. Ja, auch das könnt ihr alles nachrecherchieren. Ich habe es vorher schon erwähnt, die wollen lieber mit den Grünen koalieren als mit der AfD. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Also nochmal, um meinen Gedankengang zu Ende zu bringen. Diejenigen, die immer noch an die parlamentarische Demokratie glauben, die sind lieber laut gegen rechts auf der Straße, gegen die einzige Opposition, die hier wirklich was ändern will im Land, nämlich die AfD, und wählen nicht die AfD, weil die ja rechtsextrem ist, obwohl die eigentlich die Änderung herbeiführen würde, die sie sich ja so sehr wünschen. Versteht ihr? Gesetzt im Fall, dass man eben an die parlamentarische Demokratie glaubt. Und diejenigen, die nicht daran glauben, die einfach sagen, es gibt vielleicht Konzerne, es gibt Vermögensverwalter, es gibt Institutionen im Hintergrund, Stiftungen, NGOs, die eben diktieren, was abgeht. Diejenigen, die wollen eben eine direkte Demokratie, die wollen mehr Rechte für den einzelnen Bürger, ja, und diejenigen sollten sich aber auch mal an die eigene Nase fassen. Du entscheidest nämlich tagtäglich mit jeglicher Handlung in deinem Leben, wie die Welt überhaupt funktioniert und was umgesetzt wird und was nicht. Gehst du zum Beispiel in den Laden und zahlst weiterhin mit Kreditkarte, aber sagst, dass Bargeld gelebte Freiheit ist, tja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass früher oder später das Bargeld abgeschafft wird.
Ich für meinen Teil, ich boykottiere jeden Laden, der zum Beispiel kein Bargeld mehr annimmt. Ja, ich tue mir damit schwer, weil es wird immer schwieriger. Ich nehme auch die ganzen Goodies nicht mit, wie zum Beispiel Payback oder irgendwelche anderen Dinge, die man eben bekommt, wenn man mit Kreditkarte oder mit Handy oder so bezahlt. Thema GEZ. Du beschwerst dich sicherlich die ganze Zeit über diese Rundfunkgebühren und über diese öffentlich-rechtliche Sender, aber du bezahlst weiterhin, weil du Angst hast. Ja, vor was denn? Ja, ganz ehrlich, bei aller Liebe, da brauchst du dich nicht wundern, dass hier in irgendeiner Form etwas passiert. Du kaufst den ganzen Tag online ein und verbringst die ganze Zeit im Prinzip in Social Media. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass eben diese Konzerne mittlerweile mehr Macht haben, als uns lieb ist und im Prinzip alles über uns wissen. Man sagt ja, Daten sind das neue Gold. Gleichzeitig bist du aber sehr empört, wenn die Bild-Zeitung dann schreibt, dass der Putin uns abhört. Merkst du selber, oder? Du lässt dich von der Angst leiten, deswegen war ich damals für dich ein Gefährder und mich wolltest du am liebsten zu Hause einsperren, weil ich mich eben nicht, du weißt, was ich meine, ich war für dich während 2022 bis Stand heute ein Putin-Troll, weil ich eben lieber Verhandlungen will als Waffenlieferungen. Ich bin für dich ein Antisemit, weil ich es eben nicht für richtig empfinde, dass man ein Land wie Gaza in Schutt und Asche legt und uns erzählt, dass es dabei um Terroristenbekämpfung geht. Weil ich eben kritisch bin, bin ich für dich ein Schwurbler und eben ein Antidemokrat. Verstehst du? Deswegen ist es Hass und Hetze, was ich verbreite. Und deswegen sollte man mich am besten mundtot machen in deiner demokratischen Weltanschauung. Und ja, ich tue mir wirklich schwer, bei diesen Menschen, die mich gerade in meinem Leben begleiten und in dieser Gesellschaft, eben ansatzweise zu glauben, dass es mit einer direkten Demokratie besser wird. Bei diesem Mindset, also das, woran sie glauben, und wofür sie auf die Straße gehen, wie leicht sie sich indoktrinieren lassen. Schwierig, oder? Und ja, um irgendein Fazit am Ende zu bringen. Ich glaube nicht mehr an die parlamentarische Demokratie, aber ich glaube eben auch nicht, dass man mit dieser Gesellschaft via direkter Demokratie irgendeine Änderung herbeiführt, wenn man sich so leicht wie diese Gesellschaft eben framen und indoktrinieren lässt. Und ich für meinen Teil, ich mache eben das, was ich mir wünsche. Ich versuche mit meinem Kaufverhalten etwas zu ändern. Ich versuche täglich meinen Mund aufzumachen und das auszusprechen, was ich eben kritisiere. Und ich bin der Meinung, wenn wir das alle machen und einfach wirklich mal wieder selbstbestimmt durchs Leben laufen und uns nicht in irgendeiner Form indoktrinieren lassen und uns einfach mal auch wieder auf unser Bauchgefühl verlassen und einfach uns nicht die ganze Zeit triggern lassen in der Art, das, was die da oben erzählen, ist alles richtig und das, was wir dann eben kritisieren, das ist dann rechtsextrem. Versteht ihr? Wenn wir einfach mal wieder anfangen, uns in Vordergrund zu stellen und unsere Meinung eben zu sagen, ohne Angst zu haben, dass man in eine Schublade gesteckt wird, dann wird es besser. Es liegt nur an uns, Leute. Wir selber, wir sind das Souverän und wir können im Prinzip entscheiden, wohin diese Welt geht, wie diese Welt funktioniert und vor allem, was auf dieser Welt passiert. Du und ich, jeder Einzelne davon. Denkt drüber nach und handelt einfach mal selbstbestimmt.